Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir machen weiter mit Mais, nebenbei wird noch gepflügt. Mit der Aussaatmaschine ist schon da. Da soll Weizen rein. Ansonsten hoffen wir noch, dass auf Feldnummer 36 nochmal reif wird. Gras. Ich glaube eher nicht. Aktuell sind noch zu nass für die Ernte von Hopfen. Rüben und Kartoffeln geht noch nicht reif. Auch reif ist noch nicht Mais. Mais können wir häckseln, das ist jetzt kein Thema. Also weil das trocken wird, beginnt die Ernte Richtung Hopfen. Und wenn das natürlich auch reif wird, Kartoffeln, dann müssten wir uns unsere Gerätschaften sogar ausleihen. Zumindest ein Roder und den für Rüben und für ein Roder für Kartoffeln. Die Gerätschaften werden wir nicht kaufen, auch längerfristig nicht. Glaube eher nicht, dass wir das machen werden. Das ist eher mir zu kostspielig, weil das werden wir so häufig nicht machen. Ich habe es ja mal angepflanzt, nicht wegen, ja mal anpflanzen nach dem Motto, jetzt haben wir eine andere Sorte, die das weniger, mehr deswegen, weil ich glaubte wegen den Schweinen, aber die brauchen das gar nicht. Ist aber im Grunde korrekt, weil Schweine, wenn die Kartoffeln kriegen würden, aber keine rohen. Rohe Kartoffeln, das könnten Schweine auffressen, ne? Also das ist kein Thema. Die Wildschweine, die nehmen Acker ja auch auseinander, ne? Also das würden sie auch nehmen. Aber wie gesagt, man macht es nicht, man macht es aus den Gründen, weil Kartoffeln halt leicht verfaulen. Also man wird die im Prinzip konservieren, weil man kocht die, man im Prinzip wie Silage, man macht die im Prinzip luftdicht eingepackt und dann durch das Säurenprinzip konserviert. Haben es früher bei uns gemacht, groß gedämpft und dann. Aber Hauptnahrungsmittel für Schweine ist in erster Linie Getreide und Schrot. Das ist der Hauptfutter gewesen. Ob Weizen oder Gerste, weiß ich gar nicht genau. Das, was sicherlich am meisten Ertrag bringt auf dem Feld. Ich denke mal, es war Weizen gewesen. Ja, das. Und heute ist ja Soja ganz modern, ne? Natürlich auch Tiermehl von Tierverwertung, also Schlachtabfälle und so und alles, ne? Das wird ja entsprechend da aufbereitet mit Kochen und Trocknen, Zermahlen und Pulver und so. Ich will da nicht genau darauf eingehen, war noch nicht da, aber ich habe mal so im Fernsehen gesehen. Man lässt nichts zerkommen, ne? Also muss auch alles richtig gekocht werden. Ne? War das damals ein Thema wegen BSE, weil sie halt aus. Ja, das ist ja mal Kostengründe, immer noch nichts vormachen. Wenn es billiger geht, man nicht so viel kocht, also zu wenig. Und dann sind wohl die Erreger von den Schafen im Prinzip auf den Kühe übergesprungen. Weil sie, man sollte ein Tier, was sich von Pflanzen sich ernährt, nicht mit Tiereiweiß ernähren. Ne? Das sollte man nicht tun. Ja, dann ist, ne? So wird es auch für Schweine versorgt. Ne? Natürlich alles klinisch rein, Anführungszeichen. Ne? Alles sauber und so, ne, das ist klar. Denn die Tiere dürfen ja auch nicht krank werden, ne? Hat da keiner was von. Natürlich auch kein Futter, was belastet ist, ne? Denn was für Menschen gedacht ist, soll man eigentlich immer hochwertiges Futter nehmen, dann kann man auch hochwertiges Fleisch bekommen, ne? Kommen wir noch gerade so durch hier. Oh, ganz schön eng gebaut hier. Da gab es ja in der Kernstadt damals ein Silo.
Dann bist du oben lang gefahren und das hat sie unten silo sich gefüllt. Ich meine, das ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber. Alles. Man kann nicht ein Eck abkippen und eine Ecke entsprechend und dann das Futter sich auftürmen, ne? Das ist ja dann Quatsch, ne? Oder war das so? Wenn man nicht drüber fahren wollte, war das praktisch. So, sind auch schon wieder leer, ne? Das ist immer noch nass. Wir können auch nicht ernten, das ist schlecht. Hier, die Laubbäume werden schön, alle schön bunt. So nach und nach. So, und jetzt haben wir auch das etwa ein halbes Maisfeld auch schon fertig. In etwa. Auch nicht schlecht, ne? Diese Morgen kommt die Thüringenkarte ran. Aber ich habe Frühschicht am Sonntag, das ist mir ganz blöd. Ich muss dazu sagen, ich schlafe meistens so ganz schlecht ein. Also da sage ich, ich stehe jetzt um 4 auf oder so, na, halb 4 genau. Ob ich da nun jetzt um 10 im Bett gehe oder um 12, das ist da völlig egal. Wenn ich einschlafe, schlafe ich nie ein. Ne? Weil von der Woche spät bin ich eigentlich spät im Bett gehen gewohnt, weil ich ja gar nicht anders kann. Bin ja erst um 10 zu Hause, bis man alles so eine Reihe kriegt, man geht auch nicht gleich ins Bett. Man bleibt ein bisschen auf, da wird locker 1, manchmal auch 2. Denn man ist ja der Meinung, man kann ja früh ein bisschen länger schlafen, macht man ja auch, ne? Automatisch. Da wirst du jetzt früh aufstehen und nichts tun, ne? Gut, ich habe noch hin und wieder mal was bearbeitet. Auch habe ich das hochgeladen, das mache ich mal so nebenbei. Das macht man ja so, ne? Jung. Ich muss mal wieder eine neue Musik schauen, was Neues gibt. Ist immer gar nicht so einfach dazu entsprechend rauszusuchen, was den Geschmack und auch Richtung LS passen würde. Ne? Lässt dann mal zwei stehen, das ist immer ganz komisch. Jetzt nicht. Voll. Doch größere Wagen, die gehen, geht auch nicht mehr rein. Aber naja, jetzt mal nicht. ...53 FPS, das ist ganz gut. Leistung, Grafikkarte 34%, also ist für mich dann auch nicht erklärlich, dass man da nicht ein bisschen mehr ausreizt. Möglich wäre es. Muss ich mal schauen, ob wir da jetzt noch vorbeikommen. Aber normalerweise ja. Wir können ja hier auch entsprechend links und rechts vorbeifahren am Silo. Nach Möglichkeit würde ich wenig am Silo ranfahren, am Silo Rand ranfahren, weil da scheint es nicht gut zu laufen. Kann mich irren. Ich hoffe es. Das wäre nämlich äußerst ungünstig, wenn das verschenken würden. Ne? Das andere Silo ist ein bisschen besser. Da ist, da kann man was mit der. Oder sind die Ballen, überall, die Reifen überall. Da kann man
Mit dem Kerch ja nicht rein überall, ne? Also da ist es schlecht. Vielleicht geht's, mal sehen. Wollen wir sehen, wenn es ja losgeht mit der Silieren, ne? Lass uns überraschen. Dann schicke ich mal das Video. Das kann ich ja mal zeigen. Ich meine, er kann ja nicht alles zuschauen, also er könnte ja hier auch schauen, theoretisch, ne? Aber ich denke mal, so wie es mir geht, dass ich fast keine Zeit mehr habe für Zuschauen. Gut, okay, wenn ich bearbeite, ich weiß ja nicht, wie andere das machen. Also, ich glaube, die nehmen auf die entsprechende Bitrate und dann laden sie 1 zu 1 hoch. Das mache ich ja nicht. Ich mache ja noch Rendern und so, ne? Mit Titelbild und so. Die anderen machen so eine Grafikeinstellung irgendwie mit Grafikbearbeitung in Foto. Und ich mache das halt Titelbild zum Anfang. Ich kann aber auch natürlich auch ein Titelbild nehmen, was in der Mitte ist. Also das geht auch. Ich muss nur entsprechend die Spur nach vorne verlegen zum Schluss. Das darf ich ja nicht vergessen. Jo, das ist Feldmais Nummer 3. Ich lasse mal zwei stehen. Da wieder zwei. Da wieder zwei. Dann nimmt er wieder mit. Wo es eigentlich von der Arbeitsbreite her normal wäre, wenn da zwei stehen bleiben würden, so wie jetzt. Ja, warum er das so macht? Keine Erklärung. Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn er voll ist. Rüber switchen zu BGH, ob das alles. Oh, noch genug da. Naja, wir fahren auch noch auf 1, das muss man dazu sagen. Was macht die andere Silage und die neue? Das ist noch Gras und das auch noch Gras und hier ist die Lage. Dann nehmen wir den, ne? Die Lage. War da angezeigt. So. Jetzt zeigt er an, noch 3 Stunden. Okay, das wäre heute 1, 3, 4. Die Lage war noch genug da, also wird auch gut hinkommen. Blocking, also das ist ja hier immer der Hexer. Ne, denke Panik, das ist der andere hier, der mir flügt. Ne? Gibt es da nicht einen stärkeren Traktor? Also schwach. Großtraktoren, ne? Würde keine 40 km/h. 40. 40. Das sind alles die man gut pflügen kann. 50. 50. Das ist ein Mod. Ich wollte eigentlich keinen Mod nehmen. Weil die will ich irgendwie alle raus haben. Weiß nicht warum. K2, bunt. Schon mehrere Farben.
Das wäre so mit 60 km/h mit Kettenantrieb. Na gut, könnte man wieder ja gut nehmen. Das ist K2, der größere. Das wäre der GTB Original. Der K2, der etwas kleinere. Neuronland. Da hinten. Nicht die Mods. Die Mods sehen wir nicht. 50. Das ist ein kleinere GGB, der hat nur 62 km/h. Den können wir behalten, ne? Weil neue Maschinen würde ich erstmal schauen, später, wenn wir wirklich etliche rausgenommen haben. Aber mal sehen. Das ist jetzt Nummer, keine Ahnung. Ich glaube 9. Also 9 in der Reihenfolge, die ich jetzt auch nehme, nicht in der eigentlichen Reihenfolge. Die Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist schon bei weit über 400, glaube ich. Fall mir nicht um. Oh. Jetzt ist vorbei mit Vorbeifahren rechts, denke ich mal. So, und abkippen. Diablo 4 ist interessant, also die Geschichte her, ne? Also nicht wegen dem Spiel an sich, sondern die Geschichte, die da dahinter steht. Ich habe 1 und 2 und 3 habe ich alle gespielt. Nicht jedes Teil von Seasons, von diesen, das schafft ja zeitlich gar nicht. Aber Teil 4 würde mich schon interessieren. So, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Sagt mal Tschüss und wir winke. Ja, wir hören und sehen uns dann vielleicht nächstes Mal wieder. Ne? Tschüss.